Herr Professor Uder, wie wichtig ist die CT für die Radiologie, besonders für Ihr Krankenhaus? Na, die CT ist heute eines unserer Arbeitspferde. Tumorerkrankungen diagnostizieren, im Verlauf kontrollieren, die Ausdehnung von Tumoren erfassen, das machen wir alles mit der CT. Wir brauchen für die Lungendiagnostik eine CT und natürlich für die Unfallverletzten. Da ist ohne CT heute eine Diagnostik kaum möglich. Wissen Sie ungefähr, wie viele Fälle Sie pro Jahr haben oder was die Hauptindikationen sind? Na, grob über den Daumen machen wir 20.000 CT-Untersuchungen im Jahr in unserer Institution. Die Hauptindikationen sind Tumoren, die unfallverletzten Lungenuntersuchungen und alle die akuten Erkrankungen, bei denen wir keine Ahnung haben, wo die Krankheit liegt. Da ist das CT die Wahl. Welche Nachteile hat die CT? Wie sehen Sie die Entwicklung der Strahlenexposition? Das ist der wesentliche Nachteil, die Strahlenexposition, aber wir haben ja enorme Fortschritte gemacht. In den letzten Jahren haben wir bei einzelnen Untersuchungen Dosisreduktionen von einem Faktor 100. Das heißt, wir brauchen heute nur noch ein Hundertstel der Dosis, das wir noch vor 10 Jahren gebraucht haben. Diese Entwicklung wird weitergehen und ich mache mir eigentlich in diesem Punkt gar keine Sorgen. Wo liegen jetzt die Vorteile in den CT-Anwendungen im Vergleich zu bildgebenden Verfahren ohne Strahlenexposition, wie zum Beispiel MR, Ultraschall? Der wesentliche Vorteil der CT ist einmal, dass sie extrem robust ist. Aus einem CT bekommen Sie fast immer gute Bilder, auch wenn der Patient unruhig ist. Das ist ein ganz großer Vorteil für uns. Es ist nicht untersucherabhängig, die Bilder kann man leicht transferieren zu anderen Kollegen, die auch einen Blick drauf werfen können. Und die Untersuchung dauert nicht lange. Wir sind innerhalb von Sekunden durch den Patienten durch und haben alles im Kasten sozusagen. Zu welchen Technologien und Methoden steht die CT in Konkurrenz? Na, Konkurrenz würde ich gar nicht sagen. Wir haben natürlich andere Verfahren, die auch Bilder machen, Ultraschalluntersuchungen, Kernspintomografien, aber jedes dieser Verfahren hat seine Indikationen. Also die CT wird nie ersetzt werden durch die Magnetresonanztomographie. Es bleiben immer Indikationen übrig für die CT. Wo entwickelt sich die Technologie heute hin? Worin liegt jetzt Ihr besonderes Interesse? Naja, am Anfang war die CT deshalb gut, weil wir gute Bilder bekamen. Wir haben die Morphologie der Organe gesehen, der Erkrankungen gesehen. Heute wollen wir uns zunehmend wegentwickeln von der reinen Morphologie dahin, dass wir Funktionen erkennen wollen. Wir brauchen solche funktionellen Aufnahmen, um zu sehen, ob Therapien wirken, ob wir für den Patienten die richtige Therapie ausgewählt haben.